Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind beim sechsten Part von Stars der Frühlingsritt. Ich habe eben, wie ich das ja angekündigt hatte, dass wir immer die Trainingsstufe von der jeweiligen Figur machen. Scheiße. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind beim sechsten Part von Star Stable Frühlingsritt. Ich habe, wie wir das abgemacht hatten, mehr oder weniger die Silber- und Goldmedaillen schon geholt. Hier bei der netten, sehr zuverlässigen Dame. Jetzt haben wir hier auf der Karte noch ein paar Quests, die könnten wir erledigen. Beziehungsweise die werden wir auch definitiv erledigen. Dann geht's doch mal zum nächsten blauen Punkt auf der Karte und mal gucken. Wie viel haben wir denn hier noch? Das hier oben ist das Rennen. Dann haben wir hier noch was und dann haben wir hier noch was. Ah. War ja klar, wir kommen ja auch da aus der letzten Ecke zurück. Okay. Interessante Ansichten. Ja, mal gucken. Ich denke mal, so die gewissen Nebenquests müssen wir jetzt nicht so dringend machen. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen hiermit. So, was haben wir hier? Oh, Chrissy. Schön, dass du vorbeischaust. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sieh das hier an. Die Ratten haben überall Löcher und Gänge gegraben. Lorna wird ausflippen, wenn sie das sieht. Und unser Jet vom Stall von Rockville kann jeden Moment zu einer Inspektion vorbeikommen. Du musst mir unbedingt helfen. Könntest du Malat fragen oder ob er mir eine Schaufel leihen kann? Ihm gehört der Laden im Biovista. Da fragen wir mal nach, aber garantieren können wir nie etwas. Das sollte man nicht, glaube ich. Wieso sind jetzt hier, ist jetzt hier unten auf der Karte wieder was? Ich habe gedacht, ich habe es endlich abgearbeitet. Ist voll toll. Du arbeitest ewig was ab und bist dann trotzdem noch nicht fertig. Juhu. Ich freue mich nicht so sehr. Na gut. Holen wir den nach hier zum Laden. Hallo. Eine Schaufel? Linda? Die Dressurlehrerin des Stalls von Biovista? Da muss ich erstmal nachsehen. Nein. Nein, ich habe leider keine Schaufel mehr auf Lager. Aber ich hatte Lorna heute Morgen eine verkauft. Frag doch mal bei ihr nach. Schaufel dringend gesucht. Aha. Also ab zum Stall und dort mal nachfragen. Vielleicht hat ja jemand eine Schaufel für uns. Wir brauchen dringend eine Schaufel. Hui. Genau, das passiert auch, wenn man in Star Stable Online auf X drückt. Prima. Was sagst du, Chrissy? Von Rattenlöchern übersät? Wie schrecklich, aber die Schaufel, die ich heute gekauft habe, brauche ich für meinen eigenen Rennstall. Für die Inspektion muss hier alles tadellos aussehen. Eine alte, verrostete Schaufel macht keinen guten Eindruck. Aber warte mal, ich habe ja noch meine alte Schaufel. Vielleicht findest du sie. Ich glaube, sie liegt irgendwo hinter dem Stall. Zeig sie mir aber erst nochmal, bevor du sie zu Linda bringst. Damit wir sicher sein können, dass es die richtige ist. Gut. Da können wir doch mal gucken. Glaube, die lag hier hinten irgendwo. Genau. Da ist er ja. Verrostete Schaufel, Aufgabe erfüllt. So, bitte eine Schaufelkontrolle. Dankeschön. Ja, genau, das ist sie. Das ist meine alte Schaufel. Okay, Chrissy, bring diese Schaufel bitte zu Linda und hilf ihr, den Reitplatz wieder in Ordnung zu bringen, bevor Jordan zur Inspektion kommt. Gut, dann hauen wir mal wieder ab. Ich glaube, wir können hier auch bestimmt irgendwie wieder eine super tolle Abkürzung reiten. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch hervorragend aus. Dafür steigen wir auf jeden Fall mal ab. Ich denke, vom Pferd aus wird das nicht funktionieren. Eine Schaufel. Wunderbar, aber alleine werde ich das nicht schaffen. Es ist noch so viel zu tun, um für die Inspektion alles in einem tadellosen Zustand zu bringen. Tut
Wahrscheinlich werden wir das machen. Chrissy, kannst du mir helfen, die Löcher auf dem Reitplatz zuzuschaufeln? Ich kümmere mich inzwischen um die anderen Vorbereitungen. So schaffen wir es vielleicht noch, alles rechtzeitig zu reparieren. Falls Jordan überhaupt kommt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja gut, das ist vertrauenserweckend, aber wir machen das jetzt mal trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt auch nicht ausprobieren, ob es vom Pferd ausgehen könnte, also gehen wir lieber zum Fuß. Bevor wir hier irgendwelche unnötigen Zeitfenster verschwenden. Das hat schon mal gut geklappt. Da ist das nächste Loch. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Löcher wir jetzt hier eigentlich wieder zumachen müssen. Wieso müssen wir das immer eigentlich alles machen hier? Machen die hier überhaupt irgendwas? Also das weiß ich nicht. Aber hier, ich glaube, wir sind die einzigen, die hier überhaupt arbeiten. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Echt. So, hinten ist noch eins, genau. Das geht ja. Ging ja recht fix. Dim. 10 Jahre später sind wir dann mal wieder bei Linda angekommen. Nochmal. Das hast du toll hinbekommen. Der Platz sieht ja aus wie neu. Man erkennt überhaupt nicht mehr, dass hier Ratten gehaust haben. Hast du Zeit? Ich habe mir ein paar Dressurlektionen ausgedacht und es wäre toll, wenn du mir sagen könntest, was du davon hältst. Lorna möchte Jordan Jet damit beeindrucken. Ja. Dann machen wir doch mal mit. Sieht mir so gleich nach Trab aus. Ah, einfach sogar richtig. Gleich mal gucken, ob wir unsere Fähigkeitspunkte eigentlich mal verbessern können. Wäre mal interessant zu wissen. Dass wir wieder 500 Millionen Punkte, dass wir die da angesammelt haben und sie halt einfach gar nicht benutzen, das wäre echt irgendwie Käse. Jetzt die letzte Dressurfigur sein hier auf dem Platz. Also für diese Runde bzw. Nee, doch nicht. Dann habe ich mich wie auch immer sehr gut verzählt. Es macht immer ein sehr komisches Geräusch, wenn man damit fertig ist. Es verunsichert einen so ein bisschen. Prima, das sieht schön aus und die Übungen sind gut machbar. Ich hoffe, du hast die Jordan Jet. Ich hoffe, dass du sie Jordan Jet vorführen kannst, wenn sie zur Inspektion kommt. Jetzt gib uns aber erstmal die Bronzemedaille, dann gehen wir hier weiter. Weil das sollte drin sein. Dass wir überall erstmal mindestens die Bronzemedaille holen. Das sollte echt machbar sein. Na komm, auf den Arbeitsgalopp. Schon schief, ne? Das war diese
widerlich enge Stelle gerade. Ich kann noch nicht mal rechts gucken, was ich, wie das sich die ganze Zeit umändert. Ich kann wirklich nur gucken, dass ich die Figuren alle reite. Also richtig reite, vor allen Dingen. Wie sich das verändert auf der rechten Seite. Da es sich bis jetzt nicht verkehrt angehört hat, sollte das okay sein. Ja, scheint okay zu sein. So, haben wir erstmal das, was wir gebraucht haben. Gut gemacht. Das scheint gut zu klappen. Hier, nimm zum Dank diese Bronzemedaille. Wenn du magst, können wir deine Leistung noch steigern. Ich weiß, dass du Jordan dabei hilfst, die besten Trainer auszuwählen. Ich hoffe, einer davon zu sein. Es wäre sehr nett von dir, wenn du mich dabei unterstützt. Und ein Level 11. Die Silbermedaille lassen wir erstmal raus. Noch mehr lernen. Christi, du hast hier bei mir auf dem Reitplatz wirklich Tolles geleistet. Und vielen Dank nochmal, dass du mir geholfen hast, die Rattenlöcher zuzuschaufeln. Wenn es zu einer Inspektion kommt, hat Lorna dir viel zu verdanken. Deshalb habe ich einen kleinen Tipp für dich. Kennst du Anne? Sie ist die beste Dressurreiterin, die wir hier je hatten. Und Jordan hat sie als Trainerin für das Frühjahrsreitcamp auf dem Reitplatz von Sunnyvale engagiert. Wenn du dich weiter verbessern möchtest, sprich doch mal mit ihr. Und sag ihr, dass ich dich geschickt habe. Ich sehe, wir dürfen jetzt hier einmal quer über die Karte reiten. Passt. Dann machen wir das erstmal. Oder? Ja, gefühlt dürfen wir jetzt einmal quer über die Karte reiten. Tja, tja. Ich frage mich immer noch, also das hier ist auf jeden Fall das Rennen, aber was hier unten ist, ich habe keine Ahnung, ich habe auch gar keine Lust, so richtig gerade da jetzt nochmal spontan dahin zu heilen. Vielleicht dann gerne, wenn wir nochmal dahin sollten, wenn sich die Gelegenheit also ergibt. Ich denke, das ist dann ganz okay. Ich glaube, wir sind schon da. Reitplatz von Sunnyvale. Ja, das sieht doch gut aus. Noch mehr. Hallo Chrissy, nett dich kennenzulernen. Ja, ich bin Anne. Normalerweise nehme ich an internationalen Dressurwettbewerben teil, aber Jordan hat mir ein so verlockendes Angebot gemacht, dass ich nicht Nein sagen konnte. Es ist toll, mal wieder eine Weile daheim zu sein und den Reiternachwuchs hier auf der Insel mit aufzubauen. Das Frühjahrscamp ist eine klasse Idee. Endlich wird die Gegend hier berühmt werden. Oha. Bunte Wimpel. Wir machen erstmal das Dressurreiten in Sunnyvale. Linda meinte, dass du von mir viel über das Dressurreiten lernen kannst. Stimmt. Ich habe so manche Tricks und Tipps auf Lager. Mal sehen, ob du gut zuhören kannst und lernfähig bist. Diese Übung ist anspruchsvoller als das, was wir den Gästen in Reitcamp beibringen werden. Oha. Mach dich bereit. Man sollte hier auf jeden Fall die Kamera mitschwenken. Jetzt kommen wir hier irgendwie nicht mehr hinterher. Jeden Fall die Kamera mitschwenken. Also hier muss man sich echt konzentrieren, aber ich krieg's trotzdem nicht gebacken. Ach, gut. Na, das kann jetzt Spaß werden. Ich würde gerade sagen, dass man noch die Kamera auf jeden Fall mitschwenken muss, wenn man sich hier echt derbe doch konzentrieren muss. Aber gut, es hat nicht so geklappt, wie ich es gedacht habe.
Ich bin kein Profi, was soll ich erwarten? Vor allen Dingen doch so nicht. Ich ahne was. Ach nee, das geht noch. Schlingchen. Das geht noch. Ich muss mich hier gerade echt extrem konzentrieren. Aber ich schaff's trotzdem. Ich hab's trotzdem nicht geschafft. Eieieiei. Na, das wird noch Spaß mit dieser. Ja, es ist also, es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und wenn du einen Millimeter scheinbar vergeigst, dann hast du es gleich richtig vergeigt. Sehr gut. Ja, es wird langsam doch schwierig. Also. Aber wir haben es trotzdem immer recht gut. Was mich echt wundert. Aber gut. So, ich hätte gerne auf jeden Fall die Bronzemedaille jetzt noch gemacht. Ich muss das auf jeden Fall gut geritten, wirklich prima. Es könnte übrigens sein, dass ich eine Überraschung für dich habe. Oh wei. Wir machen erstmal die Bronzemedaille. Und den Rest gucken wir uns im nächsten Part einfach an. Glaube ich. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, einfach so. Das ist so. Das sieht total wirsch aus hier alles. Boah, muss ich konzentrieren hier, Hilfe. Mal in den Arbeitsgalopp. Hilfe, das ist echt hier gerade anspruchsvoll. Also echt. Es sieht wahrscheinlich nicht danach aus, aber dann muss ich doch sehr, sehr konzentrieren. Ich glaube, für Bronze sollte das schon reichen, denke ich. Das ist etwas, das sollten wir schon schaffen. Ich glaube, wir sollten das Schlimmste jetzt geschafft haben. Glaube ich zumindest. Konzentration auf höchster Ebene hier. Auf in den Trab, die letzte Figur sollte jetzt kommen. Drei Kreuze. Drei Kreuze. Good work. Lob auf mich selbst. Was mit dem Mann? Das war gut, aber du kannst dich bestimmt noch verbessern. So, der Part ist auch wieder lang genug, also bis zum nächsten Part. Bleibt dran.
Tschüss.